Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Colonel Exiles mit dem Browser. Hi. Hi. Und dem Captain Karacho. Tag. Hallöchen. Und wie immer unseren Freunden, den Wölfen. Was war das jetzt eigentlich hier? Das mit den drei komischen Klöppeln da am Verbesserungsding, das ist für Gewicht oder was war das? Was hast du? Das Schwert, die Verbesserung. Das heißt, dass die Haltbarkeit länger ist. Ah, okay, gut. Ja, aber der Info steht nicht viel. Also ich, was soll aber sagen? Also wir sind Arbeiter. Arbeiterklasse. Meinst du, das sind wirklich viel im Real-Life oder was? Wir so nebenbei machen? Also die sind tatsächlich Nebenbei-Streamer, Hobby-Streamer und sind unterwegs. So. Jetzt gucke ich mal, was das Hackebeilchen so bringt. Ja, wartet. Yeah. Also ich vom Proxy weiß ich jetzt nicht genau, was er beruflich macht, aber vom Captain und mir, wir könnten sogar locker hier Sklaven sein in diesem Spiel, also Mitarbeiter, weil wir beruflich doch schon etwas nah rankommen an manchen. Okay, ich würde euch dann programmieren. So viel dazu. Funktioniert nicht. Ich hab's gewusst. Oder Cap, du würdest so der Zimmermann so sein, so in der Richtung, oder? Zimmermann, ja, schwierig. Ich hab nichts Handwerkliches. Ich bin da eher im Einzelhandel tätig und ja. Ja, aber man hört ja oft, dass sowas mit Möbeln und so oder. Ja, richtig, also ein bisschen bauen und so. Ja, schon möglich. Also man baut auch Möbel auf, wenn man glaubt, hast du recht. Vielleicht kann man das so ein bisschen. Ja, und ich guck mal, ob der Bäcker da ist, dann wäre das nämlich eine Klasse. Okay. Genau. Ja. Dann bin ich komplett branchenfremd. Ich gehöre dann eher so zu der Programmierung und Creative und Design Gedöns Ecke. Ah. Also wärst du einfach ein Jogpriester, ganz einfach. Nee, ich esse kein Menschenfleisch. Noch nicht, soweit bin ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Was denn? Ich würde ganz gerne hier mein Dach anpassen, aber. Im Dunkeln ist doch jetzt blöd, ne? Mit denen da jetzt. Innenecken gibt's so scheinbar nicht. Innenecken? Meinst du jetzt schräge Wände, so eine abge. Ja. Ja, die gibt's doch. Ja, aber nicht als Innenecke scheinbar. Jetzt nicht als Dachform. Ich weiß jetzt nicht, ansonsten. Sonst, wenn du hier bist, musst du ja mal angucken, ob ich da irgendwas falsch mache. Ansonsten gib doch einfach mal, wenn du in deinem Crafting-Menü bist, gib doch einfach Dach mal ein. Und dann zeigt er dir alles Mögliche an Dächern an. Und irgendwo müsste auch das Sandstein sowieso Dach sein, vielleicht. Mhm. Ecken für nur. Jetzt ein Chat, aber. Neigung anpassen. Autoanpassung an Gelände. Mittelmaus. Nicht rein. Dunkeln will jetzt auch nicht unbedingt. Bauen ist gar nicht mal so einfach hier. Jo. Ja. Und sonst hell wird, hauen wir rein. Mit dem Level wird jetzt aber langsam echt zäh, ne? Wieso? Du musst mir nur mal sagen, was du bei dir rechts oben stehen hast bei den Quests. Jemanden zum Reden finden. Mhm. Einen Gegner erschießen. Ich will hier einen Bogen. Ich habe ja gesagt, ich brauche Pfeile. Ja, Pfeile sind, habe ich gerade in irgendeiner Kiste, nee, in der Rüstungswerkbank hat jemand Pfeile reingetan. Okay. Ich habe da meine zugetan. Dann haben wir schon einen hylkanischen Bogen. Kann hier jemand machen? Ich habe keinen Bogen gelernt, sag ich mal so. Ach so. Ich auch nicht. Ansonsten musst du mal gucken, wir haben hier einen Zimmermann. Der Proximus, der dreht für YouTube. Genau. Der bringt die Videos auf YouTube raus. Einen leichten hyrkanischen Bogen kann ich sogar schon machen. 3S habe ich auch schon gebaut. Muss man mal unter den Dächern gucken. Uralter Bogen, hyrkanischer Bogen. Level 30. Also ich brauche Level 30. Okay. Dann ist alles geritzt. Ja, aber du kannst doch mit dem Jagdbogen auch einmal drauf schießen. Ja. Ich meine jetzt ja für richtig. Ich mache mal gerade einen Jagdbogen. Ja. Du guck mal hier, invertierte Schräge. Invertierte, also muss ich das auch. Ja. Warum habe ich jetzt das eigentlich alles mitgenommen? Ich weiß nicht. Invertierte gibt's nicht als. Oh. Irgendwie ist da unten im Gürtel zu wenig Platz. Kennt man, ne? Ja.
Also 10 Plätze wäre schon sehr nett. Cool. Vielen Dank, Mona. Vielen Dank. Das hilft mir auf jeden Fall unendlich weiter. Mhm. Weil damit kann man dann auch das wieder schick machen. War sie jetzt gerade war, meine Innenecke. Wo sie auch immer hin braucht. Da war sie, genau. Oh. Sehr schön. Ich wollte jetzt gerade fragen, wer kämpft denn da hinten? Das bin ich. Warum machst denn du das im Dunkeln? Oh! Verdammt, ein Dreierkoch. Den will ich nicht killen. Da. Jetzt sieht's gut aus. Geil, vielen Dank. Jetzt sieht's gut aus. In der Minute wird's hell, verdammt. Ja. Jetzt bin ich glücklich. Geld her. Was bekommt Mona jetzt dafür? Nichts ist kostenlos. Ich sehe doch nichts. Hier ist doch alles so dunkel. Hast du die jetzt alle gekillt, oder was? Nein. Dazu sage ich gar nichts. Ich lasse mir von nichts. Du willst einen Koch? Ich will den Koch. Da ist einer von den beiden ist ein Koch. Ja, aber ist so schlecht zu sehen, welcher. Der Glatzköpfige. Frau ist eine Kriegerin. Okay, dann machen wir die Frau platt, ne? Und das so einfach, ne? Du darfst ja den Krieger nicht, den Koch nicht. Okay, du hast die Frau getriggert, dann kann ich mich um den Koch kümmern. Ja, die Frau ist weg. Dann machen wir einen Koch. Ich hole mir noch ein bisschen was von der Frau. So ein paar leckeres zu essen. Treff gerade nicht. Ich hätte die besser vorher gelootet, ne? Scheiße. Ja, aber die lassen doch das Säckchen dann trotzdem fallen. Echt? Ah, da ist es. Ja. Läuft. Ich bezahle Mona? Ich kenne Mona noch nicht mal, um sie zu bezahlen. Hast den Koch jetzt? Bewusstlos gehauen, okay, und jetzt ist er an der Leine. Dann mal los. Viel Spaß. Danke. Ich gehe da mal Danke weiter Richtung Osten. Was ist denn in der Kiste hier? Au! Da ist nix. Wie, bei dir ist was drin? Bei mir zeigt er da gar nichts an. Echt Stahlbarren, Eisenbarren, Schwefel, Kristalle und Pfeile. Okay. Holy shit. Hat sich gelohnt. Ja. Nett gelohnt. Ja, dann kann ich jetzt auch mein Zeug auf den Bogen ziehen und dann Pfeile benutzen. Also nein, ich bezahle Mona nicht dafür. Was? Wofür? Damit sie den Captain Carajo Infos gibt. Da hinten liegt ja noch eine Leiche, da kann ich auch noch was machen. Okay, da sind noch drei Stahlbahnen drin, das ist doch nett. Die nehmen wir doch mit. Alter, das ist nicht genug zu futtern hier, das ist doch mal schön. Wieso, das haben wir schon in den letzten Streams festgestellt, Cap, die Eier haben wir abgegeben bei unserer Hochzeit. Siehst du mal, also bin ich der Einzige mit Eiern hier, das ist doch gut. Hallo Herrscher, nein, Carajo lügt nicht, Carajo, Carajo lebt in seiner eigenen Welt, weißt du, das ist so, Was? Hab ich getan. Also, ihr wisst ja jetzt seit neuestem, der neueste Slogan von Carajo ist, herzlich willkommen bei Carajo, my salty, my sweet. Okay. Heute übernehme ich aber anscheinend den salty Part so mehr. Wollte gerade sagen, also ich bin heute ziemlich lieb und nett. Ja, das ist schon, So, wo haben wir denn jetzt noch Platz hier rein, der Sklavenräder? Weil die ja so leer sind alle. Ja. Ja, das erste war, glaube ich, komplett leer gewesen. Da war doch gar nichts drin in den ersten. Ja, da ist jetzt die einzelnen, sind was drinne. Und in den Vierer Apropos, ist jetzt der vierte drinne. Ich mach mal noch eine Kiste für zwischendurch. Mach dir eine Kiste für zwischendurch. Aber ich muss mich mal ganz kurz verabschieden, weil ich muss mal eben, ne? Ja, dann mal so los. Gewisse Alles Sachen machen. Klar. Ich sag mal, bis gleich. Ja. Jetzt sagt ich auch einmal, Holz. Ja, das Brausel. Das gibt's doch gar nicht. Brauche ich hier auszuspielen. Und Holz. Wo ist der Bäumchen? Da hinten ist ein Bäumchen. Dann mache ich nämlich eine Kiste für zwischendurch, damit man nicht immer so viel, so weite Wege braucht. Weil noch habe ich nicht Fassungsvermögen gepürkt. Jetzt habe ich zu wenig Holz bei, Mensch. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Jo. Ich würde es ja begrüßen, wenn man einstellen könnte die Sichtweite, also wann das aufpoppt, ploppt, geladen wird. Dass man da so ein bisschen flexibel auch mal aus der Entfernung sagen kann, boah, Riesenmonument. Sieht man aus 2 Kilometer Entfernung. Das stimmt. Das wäre ganz nice. Weil ich hatte ja mal ganz am Anfang,
im äußersten Westen da bei den, bei der Stadt vorne dran so einen Turm gebaut und wollte eigentlich mal ausprobieren, wie hoch man bauen kann. Das Doofe war halt nur, ab einer gewissen Höhe hat man unten nichts mehr gesehen. Ja, stimmt. Und den Turm hat man auch nicht wirklich weit gesehen. Das war halt blöd. Ich wollte da so ein, wie so ein Leuchtfeuer, so, ne? Aus Entfernung konnte man knicken. Also wenigstens mal so eine vierstufige Einstellungsmöglichkeit, was weiß ich, 100 Block Weite, 200 Block, so an Rechenkapazität angepasst, das wäre ganz nett. Ich froh, dass du keinen 7 Days Nebel hast. Nee, das stimmt. Ja, man muss ja sagen, es ist ja wirklich sehr viel performanter als 7 Days. Von daher würde ich das nicht mal so unrealistisch finden. Das 7 Days wird der Rechner kotzen, klar. Aber jetzt hier fast doppelt so viel FPS wie bei 7 Days. So, da bin ich wieder. Ja, Reh. Herzlich willkommen zurück. Ich brauchst du nochmal den Multi. Ich baue mal Kiste jetzt hier. So. Ich stell die Kiste, nur damit ihr es wisst, da wo du eben warst mit mir, Brause, da am Ufer, ne? Ja. Ist ja der Wasserfall, der da runter fließt von diesem Aquädukt. Und ja, der Pfeiler dort, der im Wasser drin steht, da mache ich eine Kiste hin. Okay. So eine Zwischenausladekiste und ja, Verschiebe Option. Weil da ist nämlich ganz weit, also doch deutlich, wo ich ja schon erwähnt habe, am Hang da am Hügel. Ja. Da ist ziemlich viel Eisen und ziemlich viel Kohle. Und ich werde das nicht alles gleichzeitig schaffen. Deshalb mache ich an der Kiste hier hin und lade mich dann immer hier aus. Okay. Das geht dann etwas flotter. Dann brauche ich nicht immer den ganzen Weg nach Hause. Ist ja so ungefähr. Ja, ist weniger als ein Drittel des Wegs, den ich dann nur zurücklügen muss. Das geht dann komfortabler. Wenn ich jetzt eine Kiste hier setzen könnte. Hier ist die Ergänzung. Scheiße. Okay, dann nicht dort, dann woanders. Wäre ja viel zu einfach, wenn man dann überall was hinsetzen könnte. Ne? So, und ich habe jetzt eine Menge. Warum mit dem Gelände? Will der mich verarschen? Menge Ambrosia durch meine NPC-Schlachten mitgebracht und jetzt werde ich mal auf das Jockmesser wechseln. Das ist gut, ja. Und da ein bisschen gereinigtes Fleisch holen. Aber warum kann ich nicht? Da kann ich das sein. Das war doch für den Arsch. Was denn? Ja, so. Ich bin. Kiste steht. Danke, Jenno. Was? Wie bitte? Nein, ich wollte gerade hier hochlaufen und bin schön den Fahrstuhl wieder runtergesprungen. Nicht gefahren, sondern ich bin ihn aus Versehen runtergesprungen. Was ich noch nicht so toll finde, ist die Möglichkeit da auf der Karte richtig Markierung. Die muss immer so ein Stück weiter weg sitzen. Ja, stimmt leider. Nein. Ich nenne das Ding mal Kiste. Ihr seht ja meine Markierung nicht, ne? Nein. Das ist auch wieder ganz toll. Müsste das ist ein Feature. Man eigentlich sharen können dürfen. Wäre sinnvoll, ne? So bei Multiplayer. Ach, verdammte Axt, was falsch. Also ich habe jetzt 240 Holz, die lade ich jetzt mal da rein. Alles, was ich nicht brauche. Ersatzschwert. Der liegt mich doch im Arsch. Warum das denn? Farbe. Weil das hier schon wieder nicht funktioniert. Leder. Futter brauchen wir, das brauchen wir auch. Das nehmen wir hier rein. Letzte. Form des Holz. Und die Stöcke, die brauchen. Ey, die Stöcke sind echt sauschwer, die Äste, ne? Unrealistisch schwer. Ja, aber du hast, wie ich gestern gesagt habe, 7x Bier wiegt 17 Kilo. Ja, ja. Also. Kennt man ja so aus der Realität, ne? Ja. So, also ich habe jetzt 46% frei und die werde ich jetzt gleich füllen gehen, falls ich den Wolf überlebe. Davon. Das musst du mich nicht fragen, das musst du den Cap fragen. Der trinkt immer einen guten Morgen, Faxe. Jetzt muss ich mal kurz das überlegen. Kann er nicht arbeiten, ohne die Faxdose einen halben Liter Faxe Bier im Kopf. Muss ich jetzt ja auch rüber. Nee, Faxe war doch sogar der mit der Literdose, ne? Ich glaube, Bock, Faxe. Der Baumeister, die Hände auf meine Baukunst. Danke, danke. Okay. Nehme ich als Kompliment. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Und hier sind auch ganz viele Rehe. Ah, das kommt mir bekannt vor, das ist schön.
Das einzig Doofe ist halt, dass ich euch jetzt nicht direkt zeigen kann, wo das genau ist, das ganze Ressourcenzeug. Ja. Hier ist nämlich Kohle. Mache ich jetzt mal die Markierung zuerst. Moment. So, da hinten ist Stein. Da ist nämlich auch dieses Riesen Monster. Ah, ja. Das liegt da gemütlich in der Wiese. Ach sowas, ja, ja. Beim ersten Mal sind wir nämlich extrem erschrocken, wo ich dachte, what the fuck? Ja. Hier ist noch ein Hirsch oder ein Elch. Okay, irgendwie scheint es gerade nicht zu Hause zu sein. Es liegt nicht da, wo es immer liegt, normal. Schön. Außenecken gebaut. Why habe ich keine Außenecken? Ach, leck mich. Na? Entschuldigung. So, hier gibt es nochmal Stein. Ah ne, es steht da. Okay, gut getarnt. Also bei so einem... Hm? Exorbitant gut aussehenden Charakter. Wer würde das nicht tun? Geno. Okay. Und hier ist wieder Kohle. Wusste ich doch. Da ist doch was. Seht dem Sack beim Rollen zu. Ja, ne? Ja. Okay. Ach ja, mein Lieblingseck. Hier an der Klippe. Seit wann sind denn hier Ziegenböcke? Nee, was sind das? Wie heißen die? Steinböcke? Genau. Oh, sogar zwei gleichzeitig, die mich ab. Die haben gescharrt mit den Füßen. Hufen. Böse, böse. Die waren aber auch nicht damals. Die sind neu. Er hat Sack in den Mund genommen. Die halten sogar nicht mal viel aus. Aber die glitschen. Das ist nicht gut. Mit Sack? Mit Sack. Vor allem, die hören sich an wie Ziegen. Ja. Ich dachte, die männlichen von denen hören sich etwas anders an. Naja, uns mal was einfallen lassen. Lass mal den Gang wahrscheinlich breiter machen hier. Schmackhaftes Fleisch, Bergziegenkopf. Na gut. Was kriegen wir mit der 6? Kriegen wir da auch noch Fell? Geno kennt's, das ist schön. Jo, ich hab noch 5 für die Valnia-Rüstung. Gut zu wissen. Aber der Kopf ist mir zu schwer. Der wiegt mal 5. Den legen wir mal weg. Ich wollte ja Kohle. Kohle ist ja wichtig. Du hast zu eng gebaut. Ja, da hat man wieder gesehen. So, 7. Eng ist nicht immer die Lösung. Erstmal essen hier. So. Ach, jetzt sehe ich das erst, verdammte Hacke. Wenn die das rohe Fleisch isst, kriegt die Durst wie Sau. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum die so einen scheiß Durst hat. Ach so. Alter, Wie krass ist das denn? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ich 3 Stück gleichzeitig gegessen habe. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum die so einen Durst hat. Jetzt weiß ich, siehste? Alter, das haben die auch neu reingebaut. Das ist ja mal realistisch. Weiß man ja. Rohes Menschenfleisch ist extrem salzig. Kriegt man sehr viel Durst. Okay. Kennt man so, ne? Nicht. Ja, genau. Da oben ist Eisen. Jetzt kriege ich aber langsam kalt, merke ich gerade. Ich muss wieder zurück, weil das ist das Problem hier in dem Biom. In der Ecke hier an der Schneegrenze. Könnte schnell kühl werden. Ja, das stimmt. Beim Bauen. Ich bin nämlich gerade im blauen Bereich drin und das geht immer tiefer. Ich mache dann mal die Kohle ab. Finde, sieht aber auch schon mal gar nicht mehr so verkehrt aus, oder? Man kann das schon mal akzeptieren. Aha, das ist also die Bosse hat was gefunden und sagt euch nichts davon. So. Ja, was heißt gefunden? Ich habe einen Emote gefunden. Wow, also jetzt echt? Und er sagt uns episch. Oder wie war das, ne? Weil ist ja voll episch. Episch. Ich habe einen epischen Emote gefunden. Epischen Emote, genau. Ah, oh, da oben schneit sogar schon. Na super. Und der Geno verrät euch alles. Also ist das ja... Brauche ich euch ja nichts sagen, der Geno wird es euch schon erzählen. Oh, okay. Läuft.
So, Kohle. Da. Immerhin habe ich jetzt knapp 60 Kohle. Hat sich für euch und würde bestimmt so einen epischen, tollen Emote haben wollen nach seiner harten Arbeit am Dach. Ja, der Cap wird dann nach seiner Arbeit am Dach gerne das Emote haben, dass er gähnen kann. Naja. Wichtig. Das, ich muss jetzt geradeaus, okay. Oh shit, das war falscher. Ja, warum halten die Rehe hier so viel aus? Ich verstehe das nicht. Da ist einer versteckt. Ich hab noch einen Bogen, warum benutze ich den nicht, Mann? Ja. Weiß ich nicht. Mach ich mal gleich. Dann ist halt auch erledigt. Weil nämlich beim letzten Mal, als ich hier in der Ecke war, habe ich mit einem einzigen Fallschuss auf den Reh im Kopf das Ding direkt niedergestreckt. Na, ja, der Cap ist für seine Baukunst bekannt, also lass ihn mal machen, Geno. Ja, und ich bin eine Stufe aufgestiegen, das läuft doch. Ja. Allerdings hält das Vieh, ich weiß nicht, was die gemacht haben mit den Rehen, die halten jetzt mindestens 10 Pfeile aus oder so, das ist ja voll unrealistisch. Wenn ihr Baukunst sehen will und bewundern will, geht doch in meine Clips rein und guckt euch den ältesten Clip an. Den hat damals der Mac Invisible für mich aufgezeichnet. Da sieht man eindeutig, dass ich eigentlich architektengleich bin. Was? Architekt? Okay. Mach ich auch gar keinen Kopf. Ich glaube, ich mache noch eine Kiste. Dann brauche ich wieder 100 Holz. Ah. Und unterspülter Pass, na gut. Ah, jetzt brauche ich noch Grünzeug, verdammt. Das ist Kohle? Nein, das ist Kohle. Nein, sowas mache ich definitiv nicht. Hä? Was? Hä? Was denn? Hä? Ich höre. Also, der Geno schreibt gerade rein, ob ich nebenbei. Ja. sehr entspannte Zigaretten rauchen würde. Also sehr entspannt wirkende Zigaretten rauchen würde. Aha. Weiß zwar nicht, woran das liegen könnte, dass er das vermutet, aber nein. Ich tue es tatsächlich nicht. Vielleicht sieht dein Bauwerk halt so aus, als wenn. Okay. Ich habe es mir ja noch nicht so angeschaut. Das könnte vielleicht sein. Nein, der ist mir ein bisschen zu groß da hinten, der Junge. Hoch. Weil ich Zombies schlachte. Ich schlachte doch gar keine Zombies. Würde ich niemals machen. Nein, aber deswegen kämpfe ich doch nicht. Habe ich das Wort gesagt? Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, er hat Kiffen gesagt. Oh, war ja. Was? Der Kiffer hat Kiffen gesagt? Und schon hat der Cap gleich 10 Bots mehr im Chat. Oh, sind die so flott? Die alle nochmal genau aufpassen, was ich hier sage. Genau. Schmackhaftes Fleisch, das sieht doch gut aus. Der ist echt zu groß. Ich glaube nicht, dass der gerade gesund für mich ist. Mhm. Hört sich schwierig an. Okay. Spinner, ey. Was für ein Spinner. Und mit diesen Worten beende ich die Folge. Tschüss. Herrlich.